Schade, dass du nicht. Wir haben ja beschlossen, irgend vor einiger Zeit ein Outfit zu machen, ein richtiges Wiesn-Outfit, wo ein bisschen anders ist. Ja? Und das Ergebnis wird heute präsentiert. Und es ist ein wahnsinnig cooles Ergebnis. Es ist ein ganz cooles Outfit. Hier sieht man es bereits, wir haben Lederhose, wir haben Hemd, wir haben eine Weste und wir haben ein Käppi, das gerade noch nicht da ist. Ja, und man muss auch sagen, also wir sind mit dem Outfit, glaube ich, sehr, sehr zufrieden alle. Wir haben es da, glaube ich, geschafft, auch den Bogen zu spannen zwischen Tradition und Streetwear, so dass wir, sagen wir mal, beide Pole aus München damit sehr, sehr gut leben können und wirklich happy und stolz drauf sind. Ja, das war ja, eine Sache, die auch sehr viel Spaß gemacht hat, muss man auch sagen. Wobei wir uns also extrem viel Mühe gemacht haben, natürlich. Also wenn man mal die Lederhose sieht, die ist doppelt gefärbt, das heißt, die ist erstmal dunkel gefärbt, dann haben wir sie anschließend hell gefärbt, dann haben wir sie mehrfach gewaschen, übrigens mit Alkohol dann. Also, nein, reiner Alkohol. Schon mal vor der Wiese die Feuertaufe sozusagen. Und anschließend noch gebürstet. Also deswegen ist dieses einmalige Optik zustande gekommen. Ja, und das ist ja auch ein bisschen das, was das Tote People so verkörpert. Ja? Diese Vintage-Optik, dass es nicht so glatt alles ist, sondern eben so ein bisschen kantig und markant. Genau. An der Stelle noch ein großes Kompliment an das Haus Angermeier. Für den Streetwear-Labels natürlich so eine große Lederhose, was super exotisch ist. Das haben wir mit Lovis super hinbekommen. Das war, ja. Die war sowas an super und ich glaube, es ist nicht das letzte Stück, was wir kreieren. Ja. Das wollen wir alle hoffen. Bedanke ich mich auch. Ich muss natürlich sagen, es ist der Aileen zu verdanken, die also sehr gute Beziehungen zu euch hatte. Und da ist die Idee da entstanden und wir haben es natürlich gleich aufgeführt. Ja. Super! So, du freust dich ja schon auf die Wiesn? Ja, sehr. Tatsächlich bekomme ich jeden Morgen den Aufbau mit, weil ich wohne da jetzt am Westpark und komme da immer, wenn ich da lang fahre, an der Wiesn vorbei und sehe schon, wie das alles aufgebaut wird. Der erste Sommerregen 2018, ist es erfrischend, oder? Ja, sehr, ja, wunderschön, vor allem wenn man eine Tracht dann hat. Die ist ja jetzt, sagen wir mal, nicht nur für den Sommer, sondern auch für den Herbst geeignet. Daher war das ganz schön, dass ich ein bisschen Regen abbekommen habe und da schmeckt das Bier nochmal besonders gut. Ich habe irgendwie zum Anstich da. Wie verbringst du denn diesen heißen Supersommer? Ich arbeite viel zu Hause, aber ich gehe auch oft an die Isar. Ich habe mir so, als Kind hatte ich immer so Badesandalen, so geschlossene, durchsichtige, die gab es neulich in der Stadt, habe ich mir gekauft für 15 Euro und die habe ich an und kann ich immer in die Isar reingehen, dann tun mir die Steine nicht an den Füßen weh und dann hüpfe ich rein und schwimme ein bisschen und dann kann ich wieder arbeiten. Bei mir in der Wohnung ist auch relativ kühl, ich habe Ventilatoren an und so. Es geht. Mein neues Buch ist gerade in Arbeit, das schreibe ich gerade fertig. Das heißt Monaco Horizontale. Das erscheint dann im Oktober. Und ich schreibe auch an einem neuen Theaterstück und bereite mich auf einen Film vor. Ich spiele eine Hauptrolle in einem niederbayerischen Spielfilm, der heißt Restguthaben. Da spiele ich einen Pfarrer. Da lerne ich gerade auch fleißig Text. Niederbayerisch, ja. Ich war auch schon, habe mir die Location angeschaut, die Kirche, wunderschön. In der Nähe von Vilshofen ist es. Das wird, glaube ich, eine coole Produktion. Da spielen auch tolle Kollegen mit und da freue ich mich schon sehr drauf.